Abi Warburg hat von 1886 bis 1889 in Bonn studiert. Und unsere Idee war, dass wir Abi Warburg, der mit Hamburg ursächlich verbunden ist, an seinen intellektuellen Ursprungsort, wo er seine intellektuelle Prägung an der Universität in Bonn erfahren hat, zurückbringen. Also Köln als Vorort von Bonn. Abi Warburg hat anlässlich seines Vortrages 1905 vor Philologen und Griechischlehrern von der Hamburger Kunsthalle sich 9 Zeichnungen und druckgrafische Werke ausgeliehen. Diese 9 Werke zeigen wir hier vor Ort, weil anhand dieser Gegenüberstellungen, anhand von Dürers Zeichnungen der Tod des Orpheus und anhand der Stiche von Mantegna und Pollaiuolo zu sehen ist, welche Idee Warburg verfolgte, indem er zeigen wollte, wie Dürer auf Mantegna und auf Pollaiuolo reagiert hat während seines ersten Aufenthaltes 1495 in Italien und deren Auseinandersetzung mit der Antike für sich übernommen hat in seinen Werken, nicht nur in der Form von Kopien, sondern dann auch in der eigenen grafischen Umsetzung, in der Erfindung neuer druckgrafischer Kompositionen, wie eben auch die hier in der Ausstellung zu sehenden Herkulesbilder, die zeigen, wie Dürer über die Auseinandersetzung mit Mantegna und Pollaiuolo sein eigenes Formrepertoire gefunden hat. Warburg wollte versuchen, in seinem Vortrag sich gegen die klassische Stilkritik zu wenden, indem er versuchte zu zeigen, wie Dürer durch die Einvernahme, durch die Einverseelung in ursprüngliche vorgegebene Formen bei Mantegna und Pollaiuolo sich diesen Kontakt, diesen Zugang zu den Vorgängern selbst erarbeitet hat. Und das Entscheidende ist eben dieses, was sich daraus entwickelt hat, bei Warburg dieses Denken in Bildern, wo es darum geht, über das Gegenüberstellen, durch das Nebeneinanderstellen von Bildern, diese Formwanderung zu zeigen, von einem Künstler zum anderen, aber auch von einer Epoche zu einer anderen Epoche.